Morbus Gaucher und ASMD. Was passiert bei lysosomalen Speicherkrankheiten? Bei den seltenen Erkrankungen Morbus Gaucher und ASMD sind bestimmte Enzyme nicht ausreichend vorhanden oder nicht ausreichend aktiv. Diese Enzyme sorgen normalerweise dafür, dass die Lysosomen in den Zellen ihre Funktion richtig ausüben können. Sie sind so etwas wie das Recycling- und Sortiersystem der Zelle. Dieser Stoffwechsel ist für Zellen und für den gesamten Körper wichtig. Bestimmte Stoffe, die diese Enzyme normalerweise abbauen sollten, häufen sich bei diesen Erkrankungen in den Lysosomen an. Das kann mannigfaltige Konsequenzen zur Folge haben, weil Lysosomen in allen Zellen vorkommen. Erklärt Tudor Alexander Bartoy, Biochemiker im Bereich Wissenstransfer und Wissensmanagement.